Hat eine bessere Gegend für Plünderungen gefunden. Oder einen Weg runter von diesem Schrotthaufen. Entweder das oder wir schließen uns endlich auf dem Habitat. Ich hoffe mal, dass wir gleich wieder gehen. 2 Leute. 3 Leute. Und ich habe so gut wie keine Energie mehr. Das könnte schwierig werden. Warum habe ich diesen Auftrag nochmal angenommen? Und direkt vor meinem Spinn steht einer, der geht jetzt aber weg. Ihr könnt gern alle weggehen, also. Mein Zug ist da. Da sollte ich rein. Finden wir Sinclair. Wir sollten uns auf keinen Fall aufteilen. In der Gruppe sind wir sicher. Ja, genau, geht alle weg. Da bin ich mir nicht mehr so sicher. Dieses Viech ist unaufhaltbar. Ich brauche nur einmal freie Schussbahn, dann halte ich es schon auf. Verrecken, auf keinen Fall. Waren alle, glaube ich, ne? 4 habe ich. 4 habe ich, glaube ich, gezählt. Okay. So. Wunderbärchen. Ich werde jetzt zur Sicherheit nochmal kurz hier rausgehen. Hier rausgehen und nochmal nach dem Speicherpunkt suchen. Normalerweise hat es ja jetzt schon gespeichert, aber ich speichere trotzdem nochmal ab. Normalerweise gibt es die Dinger ja hier immer. Genau, ich war ja zurück. Wo sind sie? Meine Opfer da? Oder unsere Opfer? Hier irgendwo stehen sie doch. Oder liegen. Na, auf jeden Fall habe ich das Medipack dahin gebracht. Ne, hier sind sie nicht. Bin ich schon wieder ein Stück weiter gefahren. Mit dem Fahrstuhl irgendwie, keine Ahnung. Egal. Alles klar, dann viel Spaß beim Spielen. Ich muss mal gucken, wo ich hier hin muss. Kehren Sie jetzt zu Samuels, Taylor und den Marshalls zurück. Da war ich doch schon letztes Mal. Hat das nicht gespeichert. Moment. Ja, schauen wir mal. Ich darf auf alle Fälle nicht allzu laut sein. Ich habe das Ding schon wieder in den Schächten rumklettern gehört. Hier kann man auch irgendwo, wenn ich mich jetzt nicht täusche, schon wieder an so einem Kasten rumspielen und irgendwelche Gesundheit und irgendwelche Stromversorgungen bzw. Energieversorgungen umstellen, einstellen. Nö, hier doch nicht. Okay. Ich gehe einfach mal weiter. Bitte lassen Sie Gepäck oder Ausrüstung nicht unbeaufsichtigt. Ripley, wir sind im Marshallbüro. Gehen Sie einfach oben auf der Treppe rechts. Es ist nicht zu verfehlen. Keine Empfangskomitee. Kommen Sie einfach hoch. Waits, Ende. Oben auf der Treppe rechts. Ja, Richtung stimmt ja. Vielleicht. Treppe hoch rechts, war das hier gemeint? Ich gucke mich einfach mal um. Da ist doch was. Fuck the Marshals. Da habe ich jetzt keine Zeit für, leider. Beruhig dich. Beruhig dich. Wir sind jetzt sicher. Waits hat einen Plan. Ein Plan? Wirklich? Seine verdammten Pläne haben uns bisher nicht besonders geholfen. Oder wo sind die? Ah ja. Vielleicht sind wir hier sicher. Zumindest vorübergehend. Ach Mensch, Leute. Ich probiere einfach mal hinzugehen. Hallo. Ach, ihr seid ja gar keine Feinde. Ist ja nett von euch. Haben Sie den Transit zum Laufen gebracht? Ja, ja. Gute Arbeit. Hab ich ja voll zum Urbs hier gemacht. Hab gedacht, das wären Feinde. Tag auch. Na? Alles gut? Wie geht's? Wo muss ich jetzt hin? Die Richtung stimmt. Okay. Wie geht's Taylor? In stabilem Zustand. Hallo. Sie ist bald wieder auf den Beinen. Samuels ist gerade bei ihr. Okay. Sie haben den Transit in Gang gebracht, Schätze. Wir sind quitt. Wo steckt Ricardo? Bereitet unsere nächsten Schritte vor. Hören Sie, ich bin beschäftigt. Marlowe sitzt hinter Gittern. Der Abschaum, der mit ihrem Flugschreiber rumgelaufen ist. Wo ist Marlowes Schiff? Die Anesidora. Die hat er in Parkbahn um den Gasriesen gebracht. Der Scheißkerl will uns nicht die Betriebscodes geben, um sie per Autopilot hierher zu bringen. Vielleicht können Sie mehr aus diesem Idioten rauskriegen. Sprechen Sie mit ihm. Ich steck mich nur alleine mit ihm in einen Raum. Ich speichere mal. Kann ich oft genug speichern. Wissen wir bereits. So. Wo ist er nochmal? In irgendeiner Zelle hier, hat er gesagt, ne? Oder in einem Raum. Hallo. Das wirst wohl du sein. Marlowe? Wer fragt? Ich bin Ripley. Die Firma hat mich geschickt. Schon für den Flugschreiber hier? Ihr seid ganz schön eifrig, das kann ich nicht abstreiten. Ich bin aus privaten Gründen hier. Meine Mutter war auf der Nostromo, als sie vor 15 Jahren verschwand. Tatsächlich? Verdammt. Also, scheiße. Wir haben ihr Schiff nie gefunden, Ripley. Nur den Flugschreiber. Aber Sie haben ganz klar was anderes gefunden. Was ist da draußen passiert? Ich muss hier raus, Ripley. Vielleicht können wir einen Tausch machen. Legen Sie einfach los. Ich will alles wissen. Da bin ich aber sehr gespannt. Funkcheck. Können Sie mich hören, Luis? Es rauscht ein bisschen, aber wir hören Sie, Marlowe. Machen wir langsam. Ich will das Signal in einem Stück erreichen. Wenn Sie ein Stück wollen, Foster, habe ich hier was für Sie. Ich habe leider keine so ein Schwein. Okay, genug jetzt. Konzentrieren Sie sich auf die Mission. Ich will keine Fehler erleben. Ah ja, das war das. Jetzt erinnere ich mich. Das war geil. Das ist ja sowas von oldschool. Ah, also. Forster, Meeks, haltet eure Augen offen. Verstanden. Gibt's hier eine Karte? Nee. Wäre ja auch was gewesen. Die Richtung? Wie zeigt mir das Ding nochmal die Richtung? Achso, ich komme euch entgegen. Soll ich euch mal folgen vielleicht? Für den Anfang? Wäre vielleicht das Einfachste. Ich laufe einfach mal drauf zu. Wird sich irgendwann was ergeben hier. War es jetzt hier links? Nö, der geht weiter da. Vielleicht sollten wir warten, bis er sich verzogen hat. Wenn Sie wegen einer kleinen Brise auf Ihren Anteil verzichten, nehme ich den gern. Wir gehen weiter. Wir haben den Tracker, der wird uns den Weg zeigen. Ich hoffe, wir kriegen hierfür Gefahrenzulage. Keine Sorge. Sollte das ein Notsignal sein, gibt es keine Überlebenden. Also liegen die Bergungsrechte für alles, was wir finden, bei uns. Also ich weiß noch, dass ich hier beim ersten Mal spielen ziemlich lange im Kreis gelaufen bin. Meine Freundin weiß es auch, was ist. Saß sie damals noch daneben, ja. Aber wozu habe ich dann den Scanner, wenn ich den eh nachlaufen muss? Ja. Aber die Richtung scheint schon mal einigermaßen zu stimmen. Schaut sich einer dieser Felsformationen an. Seltsam. Sie sind durch das Klima hier verwittert. So, hier stehen sie jetzt. mal gucken. Ich werde mich mal nach Schwachpunkten umsehen. Warten Sie hier. Ich auch? Ziel aktualisiert. Finden Sie einen Weg um das Hindernis. Oh, jetzt fängt das mit dem Kreislaufen an. Okay. Der ist da. Der ist da. Ja, wer sucht jetzt hier einen Weg? Bleibt doch wieder alles an mir hängen. Ich gucke. Da komme ich nicht hoch. Hey, ist hier drüben. Helfen Sie mir hoch. Wer? Dieses Hindernis. Das kann natürlich sein. Immer drauf gucken. Ich verstehe auch ganz schlecht, wenn ich Kopfhörer auf habe. Ich kann dir nicht zuhören, wenn ich Kopfhörer auf habe. Guck mal, da ist wieder einer. Klasse. Was ist denn los? Musst du aufs Klo? Alles gut? Ist dir zufällig was in den Hals gekrochen? Na, lass mal. Ja, und sie? Ja, ihr steht hier auch bloß rum, ne? Ist super. Ach ja, stimmt ja, das ist ja ein Flashback sozusagen, eine Erinnerung. Das tut mir jetzt leid. Das kommt mir natürlich doof vor. Das werde ich auch rausschneiden, dass ich das gesagt habe. Ja, du hast recht, Janbos, natürlich. Daran habe ich jetzt primär gar nicht gedacht, dass ich natürlich den Erzähler jetzt spiele. Oh, guck mal. Guckt mal, wie der Zeiger ausschlägt. Jetzt tut das wieder nicht. Da. Sag bloß. Das ist hier in nächster... Ja, natürlich muss es in nächster Nähe weitergehen, aber... Hm? Ja, der muss... Moment, jetzt wurde mir da gerade was angezeigt. Der steht doch nicht die ganze Zeit hier und will mir hier Räuberleiter verpassen, oder? Während ich denke, der hat Blasenschwäche. Hallo? Irgendwas wird mir doch hier angezeigt. Oh mein Gott. Eine Viertelstunde stand er jetzt da. Hier ist ein Durchgang. In offensichtlicher Pose. Hm? Dann warten Sie eben länger. Was? Er hätte rufen können, ja, das ist richtig. Aber das wäre ja zu einfach gewesen. Ja, es gefällt mir jetzt ganz gut hier. Endlich mal weitergekommen. Grobes Viertelstündchen werde ich rausschneiden müssen. Irgendwann, wenn ich dazukomme. Ja, alles klar. War ganz schön knapp. Ich glaube nicht, dass ich den gleichen Weg zurücknehmen kann. Passen Sie einfach auf sich auf, verstanden? Und was beim Casey die laute PS4 angeht, es kann natürlich sein, ne, das Spiel ist natürlich, auch wenn es schon 4 Jahre alt ist, ein wunderschönes Teil, ja, optisch sowie technisch. Alles sehr gut durchdacht mit sehr vielen interessanten Sachen. Wir haben eine Karte, die nicht vorhanden ist zum Beispiel. Wir haben ein, kann ich hier nicht verwenden, aber normalerweise haben wir ein hochinteressantes Crafting-System. Das fordert... die Konsole dann schon. Ich persönlich besitze die Pro, ich höre sie allerdings, also ich höre sie gerade nicht, ich habe aber auch Kopfhörer auf. Ich habe wieder das Gefühl, dass ich in die falsche Richtung gehe. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich glaube, ich habe was gefunden. Ja? Okay, ich bewege mich mal nicht. Ich habe einen Riss im Felsen gefunden. Bereithalten, ich jag das Ding in die Luft. Ist es dieser? Ah, guck mal, wir haben einen Riss im Felsen gefunden. Bereit machen, ich jag ihn in die Luft. Muss ich weg? Oh, ich muss zurücktreten. La 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 la. Immer schön rückwärts laufen. So. L2. Und R2. Das war ein bisschen laut. So, geradeaus, ne? So, und jetzt wird es nämlich gleich richtig geil. Jetzt wird sowas von geil. Vielleicht. Los, gehen wir. Folgen Sie mir. Ihr habt ja beide schon gespielt, ihr wisst ja Bescheid, was gleich passiert. Nubo N2, das habe ich noch nie gehört. Haste, hier drüben. Helfen Sie mir hoch. Genau. So aktiv mal. Jetzt weiß ich wenigstens, dass er mir hilft. Das klingt wirklich klasse. Da hast du einen guten Kauf getätigt, Casey. Ich wünschte, man könnte die Dinger vor Ort immer ausprobieren, bevor man sie bezahlt und dann mitnimmt. Schon mal vorab so 2-3 Stunden rumstreamen. Kannst du mir mal senden, den Link, ja? Mach das mal. So. Gut, da geht's rein. Wir gehen weiter. Die Gespräche über Headsets lenken uns vom eigentlichen Thema ab. Nämlich Horror. Ich wünschte nur, ich könnte rennen. Ich wünschte, ich könnte rennen. Wir haben es ja gerade eben von draußen schon gesehen, dieses Gebilde, da kennt man ja was. War es im ersten Alien-Film auch schon drin? Ich glaube, ja. Ja. Ich glaube. Und ich glaube sogar in Prometheus, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Dieses Gebilde, was da aussieht wie ein in den Himmel gerichtetes Flakgeschütz. Ziel aktualisiert. Betreten Sie das Wrack. Da ist das Wrack. Schaut euch das an. Hat dieses fein, gell? Hat dieses so wunderschön. Ja, aber hier kann ich ja aktuell gar nicht rennen in diesem Raumanzug und hier ist ja auch keins. Auf der Raumstation ist das natürlich wieder was anderes. Das wissen wir, da bewege ich mich ja eigentlich die meiste Zeit schleichend. Hufeisen? Die Dinger hier, ja, ne? Bisschen. Leicht deformierte Hufe, aber ja. Was zur Hölle hoffen Sie hier zu finden, Marlowe? Haufen Eier. Also ich meine, das ist dieses Schiff, in dem man im ersten, beziehungsweise in dem sie im ersten Alien-Film auch sind und sich da das Vieh an Bord holen. Ich muss ganz kurz mal das Mikro ein kleines bisschen wieder wegtun vom Mund. Ihr sagt mir bitte einfach, wenn meine Tonqualität schlechter wird. Ich habe nur keinen Bock, da mal mit meiner Unterlippe dran zu stoßen beim Reden. Oh mein Gott. Ja. Passen Sie auf, was Sie anfassen. Machen Sie ja nichts kaputt. Was meinen Sie, wie alt das ist? Was ist das? Ein Cockpit? Dann wäre das ein Schiff. Haha, ich glaube, wir haben unsere Bezahlung gefunden. Hey, Ruhe. Was? Haben Sie Angst, wir wecken ihn auf? Entschuldigung, Kumpel. Ruhe. Wir verschwenden unsere Zeit. Sehen Sie sich um. Marlowe, das ist eine Lebensform. Das war eine Lebensform. Jetzt ist es unser Eigentum. Bergungsrechte. Wir müssen unseren Anspruch klar machen, ehe uns jemand zuvorkommt. Die Anesidora ist für etwas dieser Größe nicht ausgelegt. Dann nehmen wir, was wir können und kommen wieder. Sehen Sie nach, was es sonst noch gibt. Marlowe, wir haben was gefunden. Spuren. Spuren? Als hätte jemand etwas über den Boden geschleift. Aber das ist noch nicht alles. Das wird ihm nicht gefallen. Was dann? Die Spuren führen hierher. Leiche haben wir auf dem Flughafen. Ah, wir müssen da hoch. Jemand war schon hier. Vielleicht haben Sie das Schiff evakuiert und sind hierher gekommen. Das sehe ich selbst. Scheiße. Das mit unseren Bergungsrechten. Finden wir es raus. Ich werde das Signal finden und es ausschalten. Nicht, dass noch jemand seinen Weg hierher findet. Forster, Haste, sehen Sie sich die Höhle unten an. Okay, Höhle unten anschauen. So, ja, die Thematik mit dem weiteren Alien-Teil, der natürlich genauso gut, wenn nicht sogar besser sein soll als Alien Isolation. Da wünsche ich mir ja, würde ich mir auch was wünschen auf jeden Fall. Aber bevor es das gibt, gibt es noch einige andere Sachen zu tun, ne? Kommen wir demnächst ein paar ganz tolle Sachen raus, die bearbeitet werden müssen. Und genug rumliegen habe ich eigentlich auch noch, das irgendwann mal angelangt werden sollte. Jetzt muss ich hier nur gucken, wie hier... Ah, ich muss da so hochklettern, okay. Hätte ich mit dem Gerät nicht gesehen. Ja, ist schon geil. Das will auch ballern, das Ding, ne? Auf der einen Seite sieht es organisch aus, auf der anderen Seite aber auch wieder nicht, ne? Es ist irgendwie so eine Mischung aus Maschine und Lebewesen. Und ich muss jetzt, glaube ich, hier am Boden irgendwie was suchen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich gucke nochmal in die Aufgabenstellung. Finden Sie den Ursprung des Signals. Dann sollte ich... Erkunden Sie das Wrack, finden Sie das Notsignal. Ja, ja, das schlägt wieder aus hier. Die Richtung scheint es zu sein. Firewatch, das soll auch sehr, sehr gut sein. Das hat ja sowas von gute Kritiken gehabt. Aber ich komme da eigentlich auch nicht wirklich dazu. Irgendwie kommt immer was, was man dann wieder spielen will. Aber ich glaube, da rettet man Schildkröten und so. Der Park auch noch. Park ist auch nicht schlecht. Gibt zwar bessere Horrorspiele, aber ja. Und hier ist er auch noch. Casey, du hast vorher noch gesagt, du hast so viele Projekte gerade am Laufen. Da kommt ja immer mehr dazu. Wann möchtest du den Alien fertig machen? Mix, ich habe das Signal gefunden. Ich werde genauer nachsehen. Schalten Sie das Notsignal ab. Dann werde ich das mal tun, ne? Aber wo mache ich das denn? Hier? Ich glaube, das Notsignal ist aus, ne? Ich habe keine Ahnung, was los ist, aber das Signal sendet nicht mehr. Marlowe, das müssen Sie sich ansehen. Der Wahnsinn. Bin schon auf dem Weg. Ich komme. Ja, du trennst ja Streaming und Let's Play voneinander. Ich versuche ja immer aus dem einen das andere zu machen. Irgendwann, wenn ich dazu komme. Ist natürlich auch nicht ganz schlecht, wenn man zum einen nur streamt und zum anderen nur aufnimmt. Dann hat man nicht das Problem, dass man das Gestreamte irgendwann mal schneiden muss. Und der Janbus macht Portal. Portal habe ich mit meiner Freundin gespielt. Das war eigentlich ganz lustig. Das hat Spaß gemacht. Das war in dieser... Was war es? In der Orange Box, ne? Ja. Muss ich irgendwo wieder hochklettern. Wenn ich es schaffe. Ich glaube hier. Oder? Ja. Schneiden Sie sich an. Ist denn hier irgendwo ein Sicherheitsgurt? Wo soll ich mich denn anschnallen? Volltrottel. Oh. Da geht's ja runter. Wie komme ich da hin? Muss ich zu dir rumkommen, Junge? Geht da was? Geht das? Ja. Alles klar, Casey, macht das. Viel Spaß dabei. Vielleicht schaltest du dagegen später nochmal rein. Ich bin noch eine Weile da. Danke, Casey. Freue mich auch, dass du da warst. Und wie gesagt, vielleicht schaltest du später nochmal rein. Wahrscheinlich geht's noch. Jetzt wo die Eier kommen, gehst du, ne? Oh Gott. Warum da Eier sind? Die sind ja irgendeinem Signal gefolgt. Und jetzt sind Menschen, wie sie es nun mal so sind, neugierig. Hello Denise, yes, we are speaking German.